Helden getötet. Naja, erstmal muss ich meinen Dungeon aufbauen, bevor ich überhaupt dran denken kann, zum Tempel zu graben. Die beiden Portale einnehmen. Ich wünschte, sie würden mir einen Weg zu diesem Mana-Ding machen. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. So weit solltet ihr nicht graben. So, grabt mal so weit. Hier könnt ihr dann noch mehr ausgraben. So. Hier ist Platz für riesengroß Hühnerfarm. Ja. Und links und rechts davon ein Schlafsaal. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Ich kann aber das ganze Gold aufheben, was etwas dauern wird, und es hier reinschmeißen. Und hab nun verdammt viel Gold. Obwohl. Macht hier noch etwas größer, bitte, und dann kommt da der Trainingsraum rein. Und hier machen wir auch noch etwas größer, dann kommt da der Schlafsaal rein. Wird dafür Schlafsaal vergrößert, meinte ich. Und ja, ich weiß, das ist Ausnutzen der Spielmechanik, was ich hier gerade mache, aber... Eure Mana-Vorräte haben sich vergrößert. So. Hier können wir auch noch etwas größer machen. Dann kann hier ein Gefängnis rein und eine Folterkammer. So, hier noch eine Reihe Betten. »24 ist immer noch nicht genug. Und hier der Trainingsraum. So. Kerker. Ne, hier erstmal noch nicht. Erstmal in die Richtung. Und ja, das wird ein ziemlich großer und komisch aussehender Dungeon. Und wir haben so viel Gold. Also Goldmangel werden wir eine ganze Weile erstmal keine haben.
So, da haben wir alles fertig. Also kommt da eine etwas größere Folterkammer rein. Achso, das hat nur etwas gebraucht, bis das Geld. Das ist wiederum blöd. Okay, die Folterkammer muss woanders hin. Machen wir da lieber das Gefängnis größer. Bauen lieber hier eine Folterkammer rein. So viel Gold. Eigentlich sollte ich hier nicht das Gefängnis reinbauen, sondern eine Bibliothek und... Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ja, ich denke mal, es ist wirklich langsam mal an der Zeit, eine Schatzkammer zu bauen. Und zwar denke ich mal, graben wir hier durch. Da ist die Schatzkammer auch gleich ein bisschen größer machen. So. Schnappen wir uns hier mal das Gold wieder. Und legen es mal hier ab. Hier kommt ja dann gleich die Schatzkammer hin. Und zwar jetzt. So, das nehme ich mal eine ordentlich große Schatzkammer. Können wir auch gleich mal das Geld von hier einsacken. Und ja, das ist gerade etwas langweilig vielleicht für euch Zuschauer. Und das muss gemacht werden. Das ist ein bisschen Micromanagement hier jetzt. So, dass wir ordentlich Reichtum anhäufen. So, dann wollen wir doch mal den Ausbau weiter vorantreiben. Hier wollte ich eine Bibliothek und eine Werkstatt reinsetzen. Und zwar am besten die Bibliothek hier. Genau. Und die Werkstatt auf der anderen Seite. So, sehr schön. Hier wollte ich jetzt die Folterkammer vergrößern. Und dann daneben das Gefängnis setzen. Hier können wir noch reinbauen und das Casino errichten. Hier kommt die Arena hin. So. Und hier können wir dann noch einen Friedhof errichten. Und dann graben wir uns mal. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Missbraucht sie nicht. Und da hat sich Horny schon gemeldet, weil wir wieder über 100.000 Mana haben. So, ich denke mal, jetzt können wir die Gebiete freigraben.
Die Gebiete, ich meinte die Blitzfitz. Die Portale. Genau. Holen wir uns die Portale. Und dann kriegen wir auch endlich unsere Kreaturen. Die müssten ja schon freudig in diesen Dungeon strömen wollen. Und heilige Scheiße. Das ist jetzt wiederum nicht so gut. Das kommt davon, wenn man zu gierig ist. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ist mir gerade egal. Ihr erbeutet ein Portal. Das wiederum ist gut. Ich muss nämlich sofort hier eine Geheimtür reinsetzen. Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Sehr schön, unser erster Magier. Und da müsste ich gleich das zweite Portal bekommen. Und wie viel? 20 Geschöpfe kann ich maximal anlocken. Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Salamander, auch sehr schön. Friedhof. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Noch etwas größer. So. Also eine Jungfrau, ich brauche einen Troll. Hier kann ich leider auch gerade nichts machen, außer zusehen. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Okay, schwarze Ritter. Ach ja, das habe ich. Das habe ich in der letzten Mission ja noch gar nicht erklärt gehabt. Beziehungsweise in der vorletzten sogar. Und zwar die schwarzen Ritter kommen durch eine Arena, wenn sie groß genug ist. Wir hatten ja in der vorletzten Mission bereits die Arena gebaut, aber wir hatten leider nur eine 8 Felder große und das Schwarze Ritter kommen, glaube ich, erst bei 9 Feldern. Deswegen hatten wir in der vorletzten Mission keine schwarzen Ritter und haben uns so gesehen das Leben ziemlich schwer gemacht.